Mein Name ist Hikmet und ich heiße euch herzlich willkommen zur Echt-OG-Show. Powered by eBay Echtheitsprüfung. Deshalb sind wir hier. Und zwar, was erwartet euch hier? Ich habe Talkgäste da. Wir quatschen über Schuhe und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr könnt fleißig kommentieren. Der fabelhafte, wunderbare John, der ist auch dabei. Was geht denn ab, ey, ne? Warte, ich komme einmal ganz kurz. Ja, komm mal mit ins Bild. Ich hole mir kurz den Fame ab und gehe dann wieder in mein Twitch-Büro. Hey, grüßt euch alle, ne? Also, John ist dabei. Übrigens, falls ihr das noch nicht tut, könnt ihr uns auf Talkshoe auch nochmal folgen. Instagram @Talkshoe. Und das wäre ganz, ganz schön. Also, vielen lieben Dank erstmal an eBay. Vielen Dank an JamFM. Vielen Dank an das Team hier. Melissa, Flo hinter der Kamera, Johnny. Was hast du denn da heute eigentlich für Schuhe an, Hikmet? Ja, was habe ich denn heute für Schuhe an? Flo, willst du mal? Achso, das können wir jetzt auf der Kamera. Warte, ich mach mal. Ich bin ja sportlich. Für die nicht Kamera, schlecht. Die zuschauen und für dich nochmal. Und zwar ist es der nächste Sonra. Der kommt am 3. Oktober. Der basiert auf einem Schuh, den ich mal gemacht habe. Und zwar vor 5 Jahren. Und zwar auf einem Adidas Ultra Boost. Und das ist meine eigene Marke. Und der kommt am 3.10. So ein bisschen Eigenwerbung habe ich auch noch gemacht. Danke, John. Eine Sache habe ich noch, genau, und zwar, wenn ihr bis zum 29.09. auf eBay geht, könnt ihr einen 20% Gutschein abcashen, und zwar für Schuhe. Für Sneaker kriegt ihr 20% bis zum 29.09., allerdings nur maximal 50 Euro Rabatt, aber wenn du einen Schuh aussuchst, der 250 Euro kostet, zahlst du nur noch 200 Euro, also bis zum 29.09. schnell mal den eBay-Account wieder aktivieren und einkaufen gehen, lohnt sich. Und da sind wir auch schon bei unserem ersten Gast oder unserer ersten Gästin, die liebe Julia, a.k.a. Sehr gut. Komm her. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Machen wir hier ganz Corona-konform. Setz dich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Also, Julia ist, es ist ja die echt OG-Show. Und Julia ist die OG-Queen der deutschen Sneaker-Kultur. Die wahre Königin der deutschen Sneaker-Kultur, seit Tag 1 mit dabei. Also ich glaube, wir kennen uns schon seit, wie viele Jahren kennen wir uns? 20 Jahre oder schon über 20 Jahre bestimmt? Könnte, ja, so um. Also du bist ja erst 25, aber wir kennen uns bestimmt schon 20. Stimmt. Julia, willst du dich vorstellen? Also Julia Scheurer ist dein Name, ne? Richtig. Und was machst du so? Warum bist du hier? Also vielen Dank erstmal fürs Einladen und für dieses tolle Intro. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich bin Julia Scheurer, ich bin freiberufliche Fotografin und manche kennen mich auch unter dem Pseudonym Sneaker Queen. Ich schreibe auch einen Blog, mal ein bisschen aktiver, mal ein bisschen weniger, wo ich alles über meine Leidenschaft erzähle. Wie heißt denn dein Blog? Sneaker Queen. Der heißt also sneakerqueen.de. Okay, genau. Ziemlich einfach, sneakerqueen.de. Auf jeden Fall reinschauen. Wir haben natürlich immer so das als erstes, ich wurde jetzt auch gefragt, was ich gerade trage. Was hast du denn an den Füßen? Soll ich auch auf den Tisch legen? Und wenn du Bock hast, kannst du das machen. Ich habe mich heute daran orientiert, da wir heute Berliner Originale haben, dachte ich, bringe ich mal ein richtiges Berliner Original. Das ist wahrscheinlich einer der Schuhe, der sehr beliebt bei den Oldschoolern in Berlin ist. Ist in Nike Son of Lava Dome mit Escape-Version. Die Escape-Versionen waren immer ein bisschen hochwertigeres Leder und ein bisschen schönere Verarbeitung. Ich brauche gar nichts mehr dazu zu sagen. Super, ja. Escape war ja im Prinzip, also viele in Berlin kannten die Schuhe als Escapes. Leute, die sich mit der Materie auskennen, wissen, dass es Son of Lavadoms sind. Und der schwarz-rote war so eigentlich das typischste Berlin-Ding überhaupt. Also ich glaube, jeder, der in Berlin groß geworden ist zu unserer Zeit, der kennt auf jeden Fall den Schuh. Und alle, die es nicht kennen, die haben es jetzt kennengelernt. Auf jeden Fall der perfekte Herbstschuh. Ja, auf jeden Fall, der ist geil. Was machst du denn beruflich? Habe ich das schon gefragt? Nee. Ich habe erwähnt, ich bin freiberufliche Fotografin. Okay. Und das überschneidet sich auch ganz schön meistens mit meiner Sneaker-Leidenschaft, da ich nämlich auch für viele Sneaker-Hersteller fotografiere. Hier kommt sehr, sehr viel Liebe rein erstmal für Julia. Super, Julia. Ja, Julia super. Ist die coolste Socke. Hi, Julia. Und dann auch ist Julia aber. Ist sicherlich Sneaker-Bob. Das glaub ich jetzt so erstmal nicht. Für die, die gerade wissen, fragen müssen, wer ist eigentlich Sneaker Bob? Ist ein bisschen mysteriös. Also die Geschichte müsste man erzählen. Ne? Also ja. Sneaker Bob ist auch einer der Jungs der ersten Stunde, zumindest in der deutschen Sneaker-Kultur. Und das Lustige ist, Sneaker Bob ist sowas wie Crow. Also keiner weiß genau, wie er ausschaut, aber ihn gibt es. Deshalb gibt es immer wieder so einen kleinen Karlauer. Jetzt wird Julia anscheinend als Sneaker Bob. Grüße an Bob und wir lieben dich. Vielleicht zeigst du dich ja doch mal. Julia, ich habe hier mir was natürlich aufgeschrieben und zwar was ganz, ganz Wichtiges.
heute ist es ja relativ normal, dass das Ladies in der Sneaker-Welt mit dabei sind, auch sehr, sehr viele immer mehr, was ich ja echt toll finde. Aber damals, als das so losging, gerade auch in Berlin oder in Deutschland oder im europäischen Raum, war das schon echt selten, dass es Damen gab, die im Prinzip sich für Turnschuhe interessiert haben. Und wir reden jetzt hier von Turnschuhen, die cool sind. Wir reden jetzt nicht von Blümchen-Turnschuhen oder Plateau-Turnschuhen oder sonst irgendwas. Von Sneakern für uns Turnschuhe oder wie auch immer von Sneakern. Wenn man so sieht, hast du ja eigentlich den Grundstein für die Damenwelt da draußen gelegt, die heute Turnschuhe trägt. Ich meine, zu der Zeit, wo du Turnschuhe getragen hast, haben ja viele noch mit Absatzschuhen und keine Ahnung was. Oder sogar Inner Heel. Ja, siehst du? Oder Inner Heel, genau. Es gab ja auch so lustige Schuhe von Nike, wo dann nochmal so ein Inner Heel drin war. Wie war das für dich? Also das war ja doch eine männerdominierte, auch wenn man jetzt diesen Gender Talk eigentlich theoretisch nicht machen sollte, aber es gibt ja einen Prozess dahin, wo wir jetzt sind, sind wir dank Frauen wie dir. Also ist es tatsächlich wahr, als ich angefangen habe zu sammeln, gab es relativ wenig Frauen. Ich muss aber sagen, es hat sich leider in der Hinsicht nicht viel geändert, dass zwar ist es inzwischen modischer, Schuhe zu sammeln und es gibt auch sehr viel mehr Frauen, die das machen. Allerdings gibt es wenige Frauen-Nerds und das vermisse ich tatsächlich ein bisschen, weil ich hatte gehofft, dadurch, dass der Aufschwung bei der Beliebtheit von Sneakern auch bei Frauen stärker wird, dass dadurch auch die Nerds hervortreten. Aber nach wie vor ist es leider bei den Frauen eher so eine Art Modeerscheinung, muss ich zugeben, und noch nicht so nicht so tiefgründig, würde ich mal sagen. Allerdings ist es schon so, dass der Zugang zu Sneakern erleichtert wurde und das war vor 20 Jahren auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich kann mich erinnern, ich war eigentlich, wenn irgendwo ein Campout gab oder ein Release, ich war durch die Bank weg eigentlich immer die einzige Frau, die wegen den Schuhen da waren. Die anderen Frauen waren dann immer wegen ihrer Freunde da. Kann ich bestätigen. Also ich kann mich gut an die Zeiten erinnern. Ich glaube, wir haben das erste Mal, haben uns glaube ich sogar schon bei Trainer oder sowas damals schon gesehen. Ja. Danach auch bei Soulbox dann. Ich habe das Discord Force bei dir im Trainerladen gekauft. Die komplette Serie, weiß super. Ich noch. Ja. Super. Darf ich eine kleine Twitch-Fragerunde reinbauen? Ja, sehr, sehr gerne. Reinbauen? Julia, wir haben hier wirklich, ich habe hier wirklich ohne Ende Fragen gerade. Deswegen haue ich die jetzt einfach mal ganz schnell raus mit der Bitte um eine ganz schnelle Antwort. Und zwar, wie lange bist du schon im Game? Mitte der 90er, das sind jetzt ein Vierteljahrhundert fast. Wie viele Schuhe hast du in deiner Collection ungefähr? Das ist nahezu unmöglich zu sagen. Glaube ich dir. Ich würde jetzt mal schätzen, so um die 1000 Paar. Ui, das ist nicht so schlecht. Trägst du nur Turnschuhe, wird hier gefragt? Ich trage Turnschuhe, wenn ich es kann und wenn es, sagen wir mal, soziale Gegebenheiten vorgeben, dass es nicht angebracht ist, einen Turnschuh zu tragen, also weiß ich nicht, Hochzeit oder Beerdigung oder ähnliches, dann ziehe ich auch schon mal einen High Heel an. Einen haue ich noch raus, weiß ich aber nicht, ob du den spontan beantworten kannst. Bis jetzt Sneaker des Jahres 2021? Ich würde jetzt gerne was sagen, was nicht so gehypt ist. Für mich der Spirit of the Games da gab es so eine Special Edition von End und ja, den fand ich ziemlich, ziemlich schön gemacht, ein weißer Spirit of the Games. Hammer, danke schön erstmal an dich. Adidas, Entschuldigung. Ja, und vor allem, da muss man ja sagen, vielleicht kann nicht jeder damit was anfangen. Ein großes Dankeschön an unsere Twitch-Community, wirklich, genauso wollen wir es haben, wir wollen hier die Fragen links und rechts reingehauen bekommen, also sehr gerne so weitermachen. Hikmet, ich gebe wieder zurück ins Studio. Geil, wolltest du schon immer mal sagen, oder? Ist ja verschärft. Sehr gut. Du hast ein paar Schuhe mitgebracht, Julia. Lass uns mal ein bisschen über Schuhe quatschen. Ich meine, das macht ja auch so eine Show aus. Ich finde es geil, dass du hier Schuhe dabei hast, die, glaube ich, nicht so jeder auf dem Radar hat. Vielleicht doch einen Schuh ja, aber die anderen nicht. Lass uns doch mal hiermit anfangen. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, tatsächlich Schuhe mitzubringen, die für mich Hype-Schuhe sind, weil ich liebe Vintage, ich sammle Vintage, hauptsächlich aus den 80er Jahren. Und für mich sind Schuhe aus den 80er Jahren, die selten sind, die ultimativen Hype-Hunting-Schuhe. Ich habe einen Sierra Carib mitgebracht. Da gibt es eine ganz süße Story zu dem Schuh. Ich habe diesen Schuh tatsächlich bestimmt 15 Jahre lang gejagt. Jeder hat dieses Erlebnis bestimmt schon mal gehabt, dass er auf eBay einen Schuh gefunden hat und ihn dann doch in letzter Sekunde nicht ersteigert hat. Und diese Wunde ist 15 Jahre lang offen geblieben. Und als ich das vorletzte Mal in Japan war, da habe ich mir dann diesen schönen Schuh geleistet dort, als ich ihn gefunden habe. Echt super, super cool. Ich hatte dir ja vorhin auch noch gesagt gehabt, ich habe ja also das Grundmodell davon, den Oceania, in so einem hellen Beige mit dunkelbraunen Streifen.
Und den gibt es in zwei Farben, ne? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, es gibt sogar noch eine dritte Farbe in Rot. Aber die bekanntesten sind blau, der helle, und genau. Der, ich finde den hellen aber schöner. Genau. Den blauen finde ich nicht so hübsch. Also der ist schon echt richtig, richtig gut. Wann kam der raus? Irgendwas 80er, 85, 84, von was? Oder würde 82? Würde ich auch sagen. Ach ja, super. Bei Nike stand es ja, sorry. Genau. Willst du es erzählen? Nee, kannst du ruhig. Okay. Also bei alten Nike-Schuhen ist das ganz vorteilhaft. Die haben die Produktionszahl, hat im Prinzip auch gleichzeitig darüber Aussage über das über das Produktionsdatum hergegeben, und zwar am 6.4. oder 4.6.83 ist der Schuh hergestellt worden. Und das war ziemlich einfach. Adidas hatte das damals noch nicht gehabt. Die haben das erst später gehabt an diesen Hangtags. Stand dann irgendwie das Jahr drauf. Aber bei Nike konntest du es anhand der Produktionszahl an der Seite ablesen. Das ist richtig. Und für die richtigen Nerds konnte man dann auch an den Buchstaben und an den Bezeichnungen die Factory ausfindig machen. Also wo die tatsächlich produziert wurden. Die Buchstaben dahinter meinst du, ne? Das TY genau. In dem Fall jetzt. Super. Aber ansonsten ist es tatsächlich bei Nike-Schuhen schön einfach. Bei Adidas muss man da manchmal ein bisschen kramen. Noch schlimmer finde ich es ehrlich gesagt bei Puma. Ja, bei Puma ist ganz schwer. Da kannst du nur so ein bisschen zuordnen anhand des, zum Beispiel, wenn die Katze so einen Punkt noch drin hat, dann wusstest du, das sind die alten und sowas. Super cool. Geiles Ding. Was habe ich mir hier noch dazu aufgeschrieben? Hast du Quote genannt? Ach ja, unser nächster Gast, den können wir ja schon, den verraten wir noch nicht. Aber wie hattest du das genannt? Das changierende? Lentikular. Lentikularer Swoosh ist auf diesem Schuh. Also Wackelbilder sozusagen. Was ziemlich toll ist, weil man sieht, also das, ich weiß gar nicht, ob man das, den Unterschied auf der Kamera sehen kann, aber der ist eher grün-blau. Genau, und der hat so ein violett Stich. Genau, so lila-bläulich. Weißt du eigentlich, warum diese, also hatte das irgendwas mit, ich meine, eigentlich ist das ja so der Vorläufer der LBDG-Bewegung. So ein bisschen. Aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Das hat eher mit der Karibik was zu tun, oder? Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das gehört insgesamt zu diesem Thema, was wir auch gesehen haben beim Marathon in Honolulu, diese Hawaiis. Es gab für den Marathon in Honolulu eine spezielle Version von Nike, die produziert wurde, der Nike Hawaii heißt. Und all diese Schuhe, die sind so ein bisschen außergewöhnlicher vom Material aus dieser Ära. Das sieht man dann auch oft an der Verpackung, zum Glück. Also das, was sie vorher gesagt hat, dass sie so ein paar Nerds vermisst, ich sehe das als positiv, den Begriff Nerd. Mir macht es richtig Spaß, über so eine Sachen zu quatschen, weil ich glaube, heute sehen viele Leute nur noch, dass das Standardgehypte, also wie du auch gesagt hast, du möchtest gerne was nicht gehyptes jetzt für 2021 sagen. Und ich glaube, ich bin jetzt vielleicht unscharmant, aber die älteren Generationen, das geht zwar schon ein bisschen so in Richtung Boomer-Talk, aber das ist schon irgendwie, deshalb haben wir angefangen zu sammeln. Wir haben versucht, im Prinzip so ein bisschen die blauen Mauritius, also unter Briefmarkensammlern, die wissen, was das ist, zu suchen. Du hast den Schuh dir in Japan ergattert. Das sind halt einfach nochmal Storys. Da hat jeder Schuh einfach auch komplett eine persönliche Story. Richtig, richtig cool. Ja, und ich finde das auch total schön, mal zu zeigen, wie vielfältig eigentlich die Sneaker-Kultur ist und dass es eben nicht nur diese Hype-Sparte und die neuesten Releases gibt, sondern dass eigentlich ein riesen Material- und Wissensschatz in älteren Schuhen auch besteht. Toll. Und ich glaube, das hat bei uns auch die Leidenschaft geweckt, dass wir realisiert haben, dass damals, es gab zwar nicht so viele Releases, dafür waren aber die Releases zum einen von der Verpackung sehr viel schöner, das kommt jetzt so langsam wieder ein bisschen zurück, aber zum anderen wurde halt auch viel mehr mit Materialien experimentiert und viel freier umgegangen. Also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal sowas auf den Markt gekommen ist. Wir reden hier von den 80ern dazu noch. Also genau. Das ist schon der Knaller. Ja. Was hast du noch dabei? Ich glaube, den Schuh kennen wahrscheinlich alle. Der ist vielleicht jemand im Begriff, ja. Genau, also ich glaube, durch Travis jetzt in letzter Zeit ist er wahrscheinlich so einigen Leuten ein Begriff geworden. Du hast den mitgebracht. Viele Leute kennen die dunkle Farbe davon, den grauen. Es gibt den ja in grau. Was ist das, ein dunkelblau oder ist das ein schwarz dann auch? Der dunklere ist grau-schwarz, okay. Also auch mit schwarzem Swoosh. Und den weißen, den sieht man seltener. Also das ist schon so nochmal, also du hast da nicht mehr, wie heißt das Modell? Erzähl du, ich lehne mich zurück und genieße es. Das war ein Schuh, der rausgekommen ist eigentlich für John McEnroe, den Tennisspieler. Der hat in diesen Schuhen gespielt. Was ganz schön an den Schuhen zu sehen ist, früher waren ja alle Tennisschuhe eigentlich Low-Tops. Und das ist ziemlich außergewöhnlich an dem, weil John McEnroe war so ein bisschen als der Rebel in Disguise bekannt oder der Rebel unter den Tennisspielern. Und der hat also auch zum Beispiel der
Crosstrainer wird ja gerne nicht nur mit Bo Jackson, sondern auch mit ihm assoziiert. Stimmt. Und das sind so Merkmale, um darauf hinzuweisen, wie exzentrisch sozusagen auch sein Spiel war. Dann haben sie einen Mitschuh gemacht, der ja eigentlich... Mitmodelle werden eher benutzt für Sport, wo der Knöchel mehr beansprucht wird oder wo man mehr den Fuß fassen muss. Und das sollte sozusagen für die Tatkraft in seinem Spiel stehen. Und ja, es gibt tatsächlich zwei Versionen. Also die bekanntere ist auf jeden Fall der graue, der von Travis einmal durch die Hype-Schlaufe gezogen wurde. Also würde mich nicht wundern, wenn er jetzt als Retro kommt, da er den jetzt hatte. Und wahrscheinlich macht er seinen eigenen Colorway drauf. Es gab ja tatsächlich schon Samples zu dem Retro, hat sich schon rumgesprochen. Und dann gab es ja in den letzten Jahr auch ein, zwei Releases, die relativ nah schon in die Richtung gingen. Ja, ich glaube, viele würden sich über ein Retro freuen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Retro, damit es nicht aus... Also es könnte sein, dass es nicht aussieht. Also sie könnten es verkacken, aber ich meine, es ist ja gut. Du hast ja das Original. Am Ende des Tages ist, glaube ich, egal welcher... Wobei, die kommen wir nachher zu, erzähle ich nachher. Revaleries, die letzten, die waren ja echt gut gewesen. Das stimmt. Das typische Checkered von John McEnroe, das Logo, der hatte das auch bei dem Air Trainer, bei diesem Chlorophyll Air Trainer One, war dieses Checkered-Logo auch drauf gewesen. Und hier ist es in Schwarz-Weiß, bei dem Grauen ist es in Schwarz-Blau und das war eigentlich so auch das Signature-Ding für diese ganze Linie. Also es gab da auch dann T-Shirts, die zum Beispiel Schwarz-Blau kariert waren und so. Das ganze Apparel war an Schwarz-Blau aufgezogen. Ich dachte ja wirklich, dass bei dem Grauen der Swoosh, also so habe ich ihn in Erinnerung, dass der so ein ganz dunkles Blau ist. Aber gut. Also vielleicht habe ich nicht gut genug geguckt, aber bis jetzt dachte ich immer, dass er schwarz ist. Okay, also falls ihr das da draußen wisst, dann könnt ihr uns das ja nochmal mitteilen. Ich meine, wir werden das danach sicher... Ich gucke auf jeden Fall heute Abend, wenn ich nach Hause komme, nochmal. Aber sehr gut. Ja. John McEnroe ist für mich so der Typ gewesen, was heute Conor McGregor ist. So ein richtiges Großmaul im Prinzip, aber der Unterschied ist, jetzt werden mich alle Conor McGregor-Fans hassen, John McEnroe konnte auch Tennis spielen. Conor McGregor, naja gut, Flo guckt mich auch schon böse an. Was hast du denn noch dabei? Dann wollte ich auch noch mal was mitbringen, um zu zeigen, wo eigentlich diese Vintage-Leidenschaft bei mir herkommt, weil ich liebe Kuriositäten. Warte, pack mal die zur Seite. Das ist eigentlich so... Der Hauptkatalysator für meine Sammelleidenschaft. Ich liebe es, Modelle zu finden, die so zwischendrin sind, die nicht so die Stars sind. Ich meine, jeder kennt einen Air Max One oder einen Air Max 90. Inzwischen ist der Air Max Lite auch relativ bekannt. Ja. Sagen wir mal bei Leuten, die jetzt seit ungefähr 10 Jahren vielleicht dabei sind. Aber ich liebe halt so Kuriositäten. Jeder kennt Stan Smith, das Modell, denke ich. Das ist hier ein Modell, der heißt Stan Smith Supreme. Und was ganz cool ist an dem Schuh, ist, der ist ein bisschen mehr ausgearbeitet. Also zum einen ist das Tumbled Leather wirklich ziemlich dick. Das ist ziemlich schön. Und zum anderen hat der Schuh ein Softcell auf der Sohle. Dieses Softcell ist hier auf der Sohle. Kennen einige Leute von den ZX-ern, also von der ZX-Serie. Ich glaube, viele ZX-Fans kennen es noch. Also Softcell ist dieses Naturfarbene mit diesem kleinen Kügelchen drin. Eigentlich so der Vorläufer vom Boost, so ungefähr nur in einem kleinen Format. Und ganz vom ehrlich, Air Max auch ein bisschen, ich habe den noch nie in Real Life gesehen und das ist schon crazy. Und Supreme hat nichts mit Supreme, mit der Marke zu tun. Es gab tatsächlich früher relativ viele Schuhe von Nike, die als Supreme-Version rausgebracht wurden. Ja. Und dafür steht das auch, dass es sozusagen eine Supreme-Version des existierenden Modells ist. Also, dass eine bisschen aufgearbeitet, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Escape-Versionen. Genau. Weil auch die Escape-Sachen waren ja so ein bisschen hochwertiger. Super. Bei dem Schuh ist tatsächlich auch die Zunge gepaddet. Das ist ja bei den Stan Smiths meistens nicht der Fall. Und ansonsten allgemein, finde ich, ist das wirklich ein gut gelungenes Modell. Super. Teilweise sind deine Schuhe ja so vintage aus den 80ern und so. Wie schaffst du es, dass die in so einem super Zustand bleiben? Also ich hatte eine sehr strenge Mutter, die mich ganz lange keine weißen Turnschuhe hat tragen lassen. Daher kommt auch meine Liebe zu weißen Turnschuhen, glaube ich. Und daher kommt auch meine penible Art, mit meinen Schuhen umzugehen. Also ich putze meine Schuhe relativ viel, wenn man natürlich so 3 Jahre jeden Tag einen anderen Schuh anziehen kann von der Menge, dann werden die natürlich auch nicht so schnell kaputt gehen und der Verschleiß ist nicht ganz so extrem. Also das hilft natürlich ein bisschen pflegen, ein bisschen aufpassen auf die Schuhe. Und dann kann ich jedem nur empfehlen, seine Lagerbedingungen auch nochmal zu überlegen, denn Schuhe mögen nicht unbedingt heißes Wetter und auch keine hohen Luftfeuchtigkeiten, deshalb ja, möglichst unter 20 Grad, möglichst unter 50% Luftfeuchtigkeit lagern. Habt ihr jetzt noch einen Lagertipp bekommen? Super, super cool. Du hast gerade Mutter gesagt. Wir haben jetzt zwar noch einen anderen Schuh, den können wir gleich noch, aber du hast gerade deine Mama erwähnt. Ich habe, bevor du da warst, habe ich nochmal so von deinem, du hast ja einen Schuh mitgebracht. Ich habe ja das letzte Mal bei Niklas ja auch gesagt, bring mal einen Schuh mit.
den ich dir für Resell abkaufe, um ihn danach für Retail zu verkaufen. Was hast du denn für einen Schuh dabei? Dann sage ich dir, warum ich jetzt Mama mit ins Spiel bringe. Also ich habe tatsächlich einen Schuh mitgebracht, der meine erste Schuh-Kollabo ist. Das ist der Adidas Rivalry High, in Berlin auch sehr gerne Rivalry genannt. Und ja, das ist die erste Kollabo, die ich mit Adidas gemacht habe. Ich packe mal aus. Mama, weil ich hatte sozusagen mir nochmal von dem Release mir Bilder angeschaut. Da waren lieben Gruß an, da waren ja Sachse, Lars, die waren ja alle dabei, aber auch deine Mama dabei. Ganz, ganz toll, wie sie da irgendwie sozusagen dieses Schildchen hat und wo ihr Schuh sozusagen, wo Mama draufsteht oder Mami draufsteht. Das war richtig, richtig cool. Ich denke, das wird dann für deine Mama auch so, okay, hat doch Sinn gemacht, dass meine Tochter so viele Schuhe hat. Also ich habe auf jeden Fall natürlich meine Familie mit Seeding-Paaren ausgestattet. Ich finde, das ist das absolute Minimum. Natürlich auch die Turnschuhzuhälter. Jungs, schönen Gruß raus an alle. Und also ich finde, geiler Name Seeding, übrigens, Seeding ist, glaube ich, der schönste Teil einer Schuhkollaboration, wenn man Leuten einen Schuh geben kann, die den auch wirklich zu schätzen wissen. Was ich ja richtig cool finde bei einem Schuh ist, ich meine, jeder, der so diese Möglichkeit bekommt, eine Kollabo zu machen, der übertreibt ja dann gerne. Also normal macht ja zigtausende von Colorways und keine Ahnung was. Du bist so dicht am Original geblieben. Du hast ja selbst auf dem Karton, das ist der alte Sticker, wie halt die ganzen alten blauen Kisten. Ich habe früher, wenn ich Schuhe gekauft habe, habe ich immer bei Läden auf doof angerufen und habe gesagt, haben Sie zufällig, das war die Zeit, wo Adidas braune Kartons hatte, habe ich mal angerufen, haben Sie zufällig noch Adidas-Schuhe so in blauen Kartons? Die haben sich immer gewundert, warum ich nach blauen Kartons frage. Früher waren die Kartons blau, jetzt sind sie wieder blau. So sahen diese Schildchen aus und das finde ich so cool, dass du das auch so umgesetzt hast. Du hast ja auch das Einlegepapier im Prinzip so gestaltet wie das Original und es gab ja früher auch diesen Colorway, es gab ja diesen grauen mit dem grauen Velourleder und du hast ihn jetzt dann nochmal mit angedeutetem Snake gemacht und das Ewing-Logo, also man muss natürlich zum Du Quatsch dazwischen, wenn ich dann irgendwie... ich höre dir gerne zu. Da gibt es ja eine lustige Anekdote. Ich habe ja den, ich glaube, unser nächster Gast kann den Namen besser aussprechen. Jack, wie heißt der mit Nachnamen? Chassin. Den habe ich getroffen gehabt damals und wir hatten so ein bisschen gequatscht. Da ging es aber um was mit Adidas Porsche Design und hat mir mal so gequatscht. Da hat er mir die Story von Ewing erzählt. Er wurde von Adidas beauftragt für den Spieler Patrick Ewing, der für die New York Knicks damals gespielt hat, Schuhe zu machen. Das war sozusagen, Patrick Ewing war so das Pendant zu Michael Jordan. Er war ganz aufgeregt, den Basketballspieler überhaupt zu treffen. Dann hat er mir die Story erzählt. Dann hat er ihn getroffen, dann sollte er die Schuhe anprobieren, die er für ihn gemacht hat. Dann hat er Löcher in den Socken gehabt, dann hat er über den Typen gelacht. Okay, das war jetzt nur so eine kleine Anekdote von Jack. Jack ist so eigentlich die Untold Legend. Der Tinker Hatfield von Adidas. Viele große, du hilfst mir, welche Projekte hat er noch gemacht? Also die ganze Ewing-Geschichte kommt von ihm. Also was bei Jacques Chassin ganz interessant ist, der hat auch an den ganzen ZX-Sachen und Equipment mitgearbeitet. Aber der war sowohl in Berlin als auch im Frankreich-Team tätig und war da so ein bisschen, vielleicht nicht zuständig dafür, aber mit beteiligt daran, dass relativ viel Hybrid gemacht wurde. Also so ein Schuh wie der Status One, den auch wahrscheinlich keiner kennt, also bitte googeln einmal. Das sind Schuhe, die sind einfach komplett Hybrid zusammengesetzt und das ist mitunter auch auf Jacques Mist gewachsen. Es war ja so, dass Adidas französische Lizenz auch hatte. Die haben wo war das gewesen? Ich hatte mir das sogar aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Landersheim in der Nähe von. Stimme aus dem Off. In der Nähe von Straßburg war das, genau. Damals wurden halt viele coole Adidas-Schuhe, die wir feiern, also die gerade so die Hip-Hop-Welt gefeiert hat, wie Superstars und Co. Wir sind halt total auf die Made-in-France-Dinger abgegangen, also angefangen mit den Superstars. Superstars war dann halt irgendwann over gewesen so ein bisschen und dann kam endlich die, ich nenne die übrigens Rivalry, da habe ich wieder was dazugelernt. Und die ganze Ewing-Geschichte, also davon gab es ja dann den Conductor, das war ja der Nonplusultra-Schuh von der Serie. Der hatte auch das Softcell und sowas teuerste. Alles. Der teuerste, der hatte 300 Mark gekostet. Ganzen Hip-Hopper-Typen haben die genommen, weil diese Lasche, die war so überdimensional groß, die haben sie dann draußen gehabt. Die hat einfach mal so ein Stück oben rausgeguckt aus dem Schuh. Volles Programm. Und wer das von Nene Cherry, gibt es ein ganz cooles Video, da trägt sie die auch. Ansonsten die ganzen Größen wie Public Enemy, Beastie Boys und wie sie alle heißen, sind dann halt Run DMC. Und also bravo
so ein geiles Projekt, aber davon gab es nicht so viele, ne? Es gab tatsächlich nur 50 Paar. Das war ja ein Teil des Collectors Projects. Das Collectors Project hat weltweit verschiedene Sammler angesprochen, um ihren Traumschuh sozusagen realisieren zu dürfen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass die sehr, sehr limitiert waren. Dementsprechend ist eigentlich Resell unmöglich von denen zu finden. Der Ansatz war auch, glaube ich, von den meisten Sammlern, also die Sammler, die da mitgemacht haben, waren relativ nerdig auch, muss ich dazu sagen, so wie ich. Und wir haben, glaube ich, alle mehr oder weniger unsere Traumpaare nicht sehr exzessiv umgesetzt. Ich glaube, Brooksies war der exzentrischste Schuh von denen. Aber ansonsten sind wir alle relativ nah an den Originalen geblieben, weil man da halt sofort die Liebe zu diesen Klassikern gemerkt hat. Ich würde dir den gerne abkaufen. Was würdest du denn dafür gerne haben wollen? Ist halt natürlich schwierig, zu irgendeinen Preis dafür festzulegen. Das ist doch ein gutes Gebot. Also ich würde sagen, so 650, 600 würde ich gerne schon dafür sehen wollen. Ich glaube, wer letzte Folge reingeschaltet hatte, also falls ihr das übrigens noch nicht getan habt, ihr könnt auf YouTube unter dem Kanal von JamFM die erste Episode euch anschauen. Da bin ich mit Niklas und Carlo von eBay. Also Niklas nicht von eBay, aber Carlo von eBay. Und ich handle nicht. 600 ist cool. Gebe ich dir. Deal. Deal, genau. Und der Schuh kommt danach. Ich denke mal, bei der nächsten Episode haue ich die rein. Ich hatte jetzt eigentlich für diese schon das versprochen gehabt. Und der geht dann für Retail raus. Was war Retail? Weißt du 200 das? 200 Euro. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, ich habe dir nämlich gesagt, der war 220. Aber ich habe extra nochmal auf den Schildern nachgeschaut und war 200 Euro. Also der geht dann für 200 Euro in den Verkauf. Wahrscheinlich wäre es meine Größe. Ist leider nicht meine Größe, ne? Was ist das für eine Größe? Sieht man da 10 oder sowas aus? 10,5. Echt gutes Ding. Ja, ein bisschen zu groß, ja. Aber eigentlich muss ich den haben. Aber gut, egal. Ich biete sie ja den Leuten an. Vielleicht sage ich meiner Frau, dass sie den kaufen soll. Super cool. Vielen lieben Dank, Julia. Du hattest jetzt hier noch einen dabei. Wollen wir den noch schnell zeigen? Dann, ja, ich wollte auch noch mal. Eigentlich wollten wir uns ja heute kurz fassen. John, tut mir furchtbar leid. Haben wir noch? Flo, tut mir furchtbar leid. Aber das ist halt ganz ehrlich, das macht so einen Spaß. Also vielen lieben Dank auch nochmal an eBay, an die eBay-Echtheitsprüfung. Vielen Dank an Jam und vielen Dank an euch, dass ich hier echt Spaß haben darf. Also das ist, ja. Ja, ich habe noch einen Kinderschuh mitgebracht, weil ich zeigen wollte, dass Vintage auch bei Kinderschuhen nicht aufhört. Ist einer meiner absoluten Lieblingsmodelle. Das heißt Adidas Puff. Ich finde alleine den Namen schon so süß. Schatz, ich versuche nachher Julia dazu zu bekommen, dass wir den für unseren Sohnemann kaufen können. Das Ding ist der Knaller. Das Lustige ist, der Colorway erinnert ja total jetzt auch an die Tiffany Dunks. Eigentlich ein ist bisschen, das so der Inspirateur für den Tiffany Dunk. Und den gab es ja auch für Erwachsene, aber ohne Klettern. Ich glaube, bei Kinderschuhen macht der Klett halt einfach auch Sinn. Voll, ne? Also Schnürschuhe für Kinder ist nicht so spaßig. Und made in Korea wieder. Das Lustige ist auch, dass in den 80ern wurden sehr, sehr viele Schuhe made in Korea. Auch die Jordan, die 3er, 4er, die waren auch alle made in Korea gewesen. Das war so die Premium-Zeit. Sorry, dass ich das jetzt so an die Brands da draußen... Also Korea hat echt super Schuhe gemacht, an alle meine koreanischen Freunde. Ja, guck dir doch mal die Verarbeitung an. Voll. So ein kleiner Schuh nach und dann solche Jahren? Nähte. Also ja. Und das jetzt... wann ist der auch... 80ern, ne? Also bestimmt schon 30, 40 Jahre alt, das Ding. Definitiv. Und das Ding ist immer noch stabil. Super, vielen lieben Dank, Julia. Es hat mich echt gefreut. Der Schuh bleibt bei mir. Die anderen Schuhe lasse ich hier einfach auf den Tisch. Hat echt Spaß gemacht. Gibt es noch Fragen? Warte. Ja? Da kam immer mal wieder was rein, aber ich glaube, wir werden jetzt mal unseren nächsten Gast. Ich glaube auch. Du hast ein bisschen Zeitdruck, wa? Hey, aber wirklich erstmal einen großen Applaus. Vielen lieben Dank, also auch Applaus von... Vielen Dank für die Einladung. Danke, Melissa. Super, vielen lieben Dank, Julia. Danke. Sehr lieb. Sehr Dankeschön. Schön. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Also den packe ich mal zur Seite, den habe ich jetzt gekauft. Mit der Kohle von eBay, danke. Und da geht es auch schon zum nächsten Gast. Und zwar, den habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil er mir selber damals das Intro gegeben hat. So, und zwar hier. Quote, ein echtes Original mit Berliner Schnauze, mit Hang zu Vintage-Adis und alles mit 3 Streifen drauf. Herzlich willkommen, Quote. Hallo. Juhu, gib alles. Guten Abend. Guten Abend. Danke für die Einladung, Hikmet. Hallo. Danke dir fürs Kommen. Wie kommst du auf den Namen Quote? Darf ich das fragen? Ja, das kannst du. Ich selber bin da gar nicht drauf gekommen, sondern das waren meine Freunde aus West-Berlin, die mit denen ich war. Ich war's nicht. Nee, du warst es nicht, ausnahmsweise. Mit denen habe ich mal beim Film gesessen und war Komparse. Und beim Film arbeiten als Komparse bedeutet 9 Stunden rumsitzen, 1 Stunde arbeiten und während dieses Rumsitzens
haben mich alle verarscht. Im Osten ist alles grau. Ich bin immer zur Mauer gerannt. Die komplette Bandbreite so. Und irgendwann meinte jemand, du bist ja ein Quoten-Ossi. Du bist ja der einzige Ossi unter vielen Wessis. Und seitdem heiße ich so Quote, und stelle mich überall so vor. Und irgendwann ist es halt, geht es in ein Über sozusagen. Ich dachte immer, das hat irgendwas mit Sprühen zu tun oder sowas. Weißt du, so als Quote irgendwie, also das Englische, dass da irgendwie, aber ja. Herzlich willkommen in der Echt-OG-Show als Quoten-Ossi. Vielen Dank. Ich bin der Quotentürke. Hallo, ja, herzlich willkommen. Ja, super. Ich hatte Julia vergessen gehabt, das zu fragen, aber was sind denn eigentlich deine Top 3 Sneaker? Die andere Frage stelle ich auch noch gleich. Was sind deine Top 3 Sneaker, wenn du das so nennen könntest, wolltest, würdest? Air Max 1. Nein, das Spaß war beiseite. Ironisch. ZX500. Okay. LA Trainer und Silberwind. Silberwind? Ja. Den kenne ich nicht. Den kennen ganz wenige. Ist auch eigentlich so ein Einhorn-Ding. Den einzigen, den ich mal in der Realität gesehen habe, der ist aus dem Shop von Carlos gekommen. Okay. Also aus diesem aus dieser Zeitkapsel in Buenos Aires. Ist ein relativ schlichter Running-Schuh, der aber einen sogenannten Schmetterlings-Heel-Clip hat. Okay, der geht so hinten komplett so drum, wie bei einem... Nee, der hat zwei Flächen an der Seite, ist dann aber mit so einem Bogen hinten gespannt. Silberwind. Aber das Ding aus Brasilien, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, die da herrscht, ist komplett auseinandergebröselt. Okay. Schade. Aber wunderschöner Schuh. ZX500, ja, und LA Trainer sind für mich so generell 80er-Jahre Running-Silhouetten. Kann ich eigentlich das sind Adidas Schuhe. Ich erwähne das sicherheitshalber. Also ja. ZX kann, glaube ich, jeder zuordnen. Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ja, also, aber ich glaube, man sieht, dass Quote ein Herz für Adidas hat auf jeden Fall. Ich besitze ausschließlich Adidas Schuhe. Du hast keine anderen Schuhe? Ich habe ein paar aus Gründen der Loyalität. ein Reebok Overkill. Dann habe ich noch ein paar Lackschuhe für Hochzeiten und Beerdigungen, wie es Julia vorhin beschrieben hat. Und ansonsten besitze ich nur Adidas-Schuhe. Crazy. Das nenne ich mal Dedication. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das wäre vielleicht auch eine Frage an unsere Zuschauer. Gibt es da draußen so, also ich bin ja jemand, der hat alle Marken. Und aber das finde ich schon ziemlich, ziemlich geil, dass jemand halt sozusagen wirklich nur diese eine Marke abfeiert und dann halt auch wirklich so straight. Was hast du an den Füßen? Einen Adidas Ultra Boost Uncaged, den du gemacht hast. Ja, der Zwilling von deinem neuesten Werk auf jeden Fall. Ich fühle mich geehrt. Genau. Sind super. Noch Flecken drauf, aber, ja, aber du trägst sie. Ja, also Schuhe sollen getragen werden, so sieht es aus. So ist es, genau. Du hattest eben gerade aus Loyalität den Reebok erwähnt. Du bist bei Overkill, ne? Genau, ich arbeite für Overkill. Hinter den Kulissen, wie man so schön sagt. Okay. Im Marketing-Team. Viel Social Media, viel Online-Marketing, viel Aktivierung. Alles, was dort anfällt. Das neue Video, das haben wir gerade schon mit John gefeiert, das für die den Gamma-Nummer. DW. Ja, voll geil. Ja, habe ich auch gefeiert. Also echt da gut. Bin ich dann natürlich auch jetzt nicht unparteiisch oder parteiisch oder wie auch immer, nee, sondern da kann man einfach sagen. Passt auch, also gerade der BW und dann halt auch, passt auch zu Overkill, finde ich. Ja. Auch das Setup war geil und dann halt auch so mit dieser Tanzszene, also super gut, echt ja, gut. Da kommt also auch noch ein bisschen was Gruß auf jeden an, Fall Team Overkill, dazu. Echt, ja, Gruß auf jeden Fall, meine Jungs gute und Arbeit. Mädels. Gibt es irgendwas, was wir so gesehen haben in der Vergangenheit, was von dir, also was deine Handschrift trägt jetzt bei Overkill? Oder ist das so wirklich so hinter den Kulissen, kein Name-Drop von dir, sondern einfach so? Ich würde es tatsächlich am liebsten so belassen. Okay, so. Es ist am Ende, du bist der Genießer, am Ende alles ist es klar. Immer eine Teamleistung. Die Designs und Ideen werden auch im Team besprochen. Kommen natürlich hauptsächlich aus der Feder von Marc. Kennst du ja bestimmt von dir. Du gibst es ja auch nicht so gerne aus der Hand, sondern hast da gerne den Überblick drauf. Er holt uns aber immer ab und befragt uns nach unseren Wünschen und Ideen und so weiter und so fort. Und, ja. Perfekt. Hast du schön gesagt. Teamarbeit. Also was habe ich hier, ich habe mir natürlich Notizen gemacht, wir kennen uns auch schon, wie auch Julia, schon mindestens 20 Jahre, glaube ich, ne? Ich möchte ganz schnell die Geschichte erzählen, wo ich dich das erste sehr, Mal sehr gerne, habe. Sehr, sehr gerne. Und zwar hast du in der alten Schönhauser Straße im Trainer gearbeitet. Weißt du es ungefähr, wann es war? Na, es muss 2000 ungefähr, 2000, 2001 so in dem Dreh gewesen also sein. Also 20 Jahre. Du hast ja in der Jahre. Straße gewohnt.
Ja, aber weit lange, nachdem der Trainer da war. Okay. Ich bin auf jeden Fall rein, war natürlich begeistert, weil auch viele alte Schuhe dort gestanden haben und das halt so eine Nummer war, die halt super neu war für die Zeit, weil es gab Runners Point und Footlocker, aber keine Sneaker-Stores in dem Sinne, außer irgendwelche Secondhand-Buden. Pauls Boutique natürlich, ja, erste Klasse, genau. Und dann bin ich rein und habe mich halt auch mit dir unterhalten. Da stand dieses holzvertäfelte Computerspiel, welches war es? Atari VCS 2600, noch mit 3 Schaltern ja, auf Mann, jeder Alter. Seite. Für alle Nerds da draußen, die Atari-Konsolen feiern. 2 Schalter kam später und das mit dem Holzdekor und den 3 Schaltern war die ursprünglich die erste Variante. Es war aber von Niklas die Konsole. Ja, Fakt war auf jeden Fall, dass ich übelst angehen wollte mit den Schuhen, die ich hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Ahnung von alten Schuhen, habe mich natürlich schon für Schuhe interessiert und habe von dir nicht so geile Props bekommen, wie ich es erwartet hätte. Aber Jahre später, wo du dann auch in der Oderberger warst und so weiter und so fort, schräg gegenüber von Paul, war klar, ja, dass man sich dann eben noch mal über den Weg läuft. Ich habe das auch erst wirklich Jahre später realisiert, super, dass du das in aber ich Laden war nicht warst. Unhöflich. Null. Okay, null. Warst du nie. Okay, wirst du wahrscheinlich auch nie sein. Danke. Damit beruhigt, weil das hätte mich jetzt schockiert. Nee. Okay. Also, aber ich habe sozusagen den Schuhen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie eigentlich verdient hätten. Und im Nachhinein auch vollkommen in Ordnung. War jetzt überhaupt nichts Krasses auf jeden Fall. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als du in der Nürnberger beim Soulbox vorbeigekommen bist zur Einweihung, wo du mir so ein geiles Schild mitgebracht hattest, ja, dieses zum Quadrat, Soulbox zum Quadrat hattest ja, genau, du. Ja, auf jeden Fall. Das Design war von dir, aber es war ja mein alter Job, genau, Schildermacher zu sein. Ja. Und stimmt. Jetzt ja, danke nochmal. Ja, danke. Auf jeden Fall. Du hast uns ja auch damals diese Leuchte, wie sagt man das Ding draußen, den Außen, da gibt es einen Fachbegriff. Den Ausleger. Den Ausleger. Also die beidseitige, ja, genau, beidseitige Nummer. Vielen lieben Dank. Also, lass uns, also Liebe für Adidas, wie ist denn die entstanden? Also ist das so etwas, ich meine, es gibt ja viele andere Marken auch, wie Nike, Puma. Also ich bin nicht so auf die Welt gekommen, es tatsächlich hat sich das entwickelt. Ich habe mich als Jugendlicher immer für Turnschuhe interessiert und hatte dort auch sämtliche Marken, New Balance, Nike. Und habe irgendwann ein paar Schuhe im Secondhand-Laden bei Paule gekauft, weil ich die einfach cool fand, wie die aussahen und weil die halt ultra günstig waren im Vergleich zu anderen Turnschuhen zu der Zeit. Und habe keine Ahnung gehabt, dass sie aus den 80er Jahren sind und habe mich erst später damit angefangen zu beschäftigen und habe dann eBay tatsächlich durchsucht nach Vintage Adidas oder Adidas Oldschool, Adidas 80er bis hin zu Adidas Turnschuhe, um dann einfach nur 10.000 Anzeigen zu durchforsten, um dann die eine von der Oma zu finden, blaue Adidas Turnschuhe. Und ich habe aber erkannt, um was es sich handelt. War auf jeden Fall krasse Nummer, hat übelst viel Zeit gekostet. Angefangen mit den Foren ging es dann los, Sneaker TV, haben wir vorhin drüber geredet, andere Leute kennengelernt, sich connected, weiter recherchiert, Bücher gelesen. Irgendwann war das Internet ein bisschen größer, als sich einwählen und in einer Stunde schnell wieder rausgehen, weil es sonst so teuer wird. Und dann hat sich das halt alles so ein bisschen dahin verlagert und dann hat man weltweit Connections irgendwie gemacht. Darf ich? Ja, bitte. Hier kommt nämlich bei Twitch gerade sehr, sehr viel rein, deswegen ganz kurz an Quote. Frage an Quote, was sagst du zu den neuesten futuristischen Adidas-Schuhen? Yeezy, zum Beispiel Yeezy 450, Foam Runner oder jetzt die neuen Knit Runner. Wie ist deine Meinung zu den 2021er Adidas? Ist nicht so hundertprozentig meine Baustelle, ist mir ein bisschen zu viel. Ich verstehe aber total, dass es diese Schuhe gibt und ich verstehe auch, dass es eine Nachfrage danach gibt. Ich verstehe inzwischen auch, dass Leute wie Kanye West für viele Leute mehr als nur eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist. Und meine Welt ist es nicht unbedingt, wobei es ja eigentlich absurd ist, dass halt zwischen diesen Vintage Adidas 80er Jahre Runnings und so Ultra Boost und 4D finde ich übelst geil. So, auch die Formen der Schuhe, auch die Knit-Sachen, Prime-Knit heißt es bei Adidas, ja, oder? Genau. Fly-Knit Nike und Prime-Knit. Ja, genau. Feier ich übelst. Also manchmal so, manchmal so. Sehr diplomatisch geantwortet. Das Lustige, ich habe hier nämlich auch eine Frage, die ich dann im Prinzip Ihnen gestellt hätte. Was möchtest du von Adi in Zukunft mehr sehen? Kann ich sie jetzt mal vorziehen, die Frage? Ja, also ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich eher auf die 80er, 90er Aber findest du es gut, dass, also ich finde ja in letzter Zeit kommen ja echt hammer gute Retros raus, aus meiner Sicht. Das auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich nicht so, dass Firmen wie Adidas, Nike, Essex, alle großen Firmen natürlich hauptsächlich von ihren Retro-Schuhen leben. Von Schuhen, die 30, 40 Jahre alt sind. Leute, die heutzutage auf die Welt kommen, sich irgendwann Turnschuhe kaufen, die wissen
im Prinzip gar nicht, dass diese Schuhe schon 40 Jahre existent sind. So. Dann gibt es natürlich immer die Retrowellen etc. pp. Aber es muss ja auch immer wieder Neuentwicklung geben. NMD war ja von Adidas Seite so eine heftige Nummer. Das war aber ein ganz gutes Projekt. Absolut. Also so, da die halt DNA sozusagen noch von Adidas absolut mit einzubauen. Genau, das ist ja Neues zu generieren. Die Geschichte, der Heritage ist ja bei allen Marken eine ganz wichtige Kiste und die lassen sich von ihren eigenen Sachen inspirieren, kreieren die neu, machen halt mal eine größere Sohle runter, lassen irgendwelche Designer die mal komplett auseinandernehmen und wieder zusammenfrickeln. Das ist auf jeden Fall cool so. Ich bin Oldschooler, bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich halt, wenn Schuhe wieder aufgelegt werden, die es noch nicht als Retros gab. Ja. Und erst recht, wenn die dann vernünftig umgesetzt sind, wenn die dem Original sehr nahe kommen. Da haben ja Julia und ich auch immer mal wieder Kontakt zu Designern, dem Archiv oder wie auch immer, geben da Schuhe hin, damit die halt wieder aufgelegt werden können. Und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich so, da freue ich mich drauf auf das, was da das kommt. Ja, viele, weil du auch Foren genannt hattest vorhin, also Sneaker TV, es gab ja noch das europäische, das Crooked Tanks. Ja. Viele von denen sind ja jetzt auch für Adi und Co. tätig. Absolut, ja. Wie heißt der nochmal, der jetzt für Adi tätig ist und die ganzen guten Retros rausbringt? Mir was? Liegt jetzt Gary. Ach, Gary Aspen. Ja, genau. Ja. Der Name lag mir gerade auf der Zunge. Mhm. Genau, sowas ist natürlich gut, wenn man dann auch die richtigen Leute fragt. Adi hat auch dich gefragt, also nicht nur Julia damals. Du hast auch ein Projekt mit Adi damals gemacht. Genau. Welches jetzt? Genau. Quote hat ja nicht nur ein Projekt mit Adidas gemacht, sondern zwei Projekte. Das ist das Part 2, kein Ding. Das war der mit Peter O'Toole zusammen. Ganz genau. Da gab es einen Comic, das erzähl du. Lustige Geschichte. Peter ist Illustrator, hat viele Sachen vorher schon für Adidas gemacht, hat Plakate kreiert mit alten Schuhen drauf und meinte irgendwann, jo, lass mal ein Buch machen, du schreibst, ich zeichne die ganzen Sachen. Fand ich eine super Idee, habe bei Adidas Klinken geputzt und gefragt, wer Bock hat auf so ein Projekt und die Kohle rüberwachsen lässt für den Drucker etc. pp. Und ich habe dieses Buch mit Peter gemacht, habe das Archiv besucht und habe Peter erst kennengelernt, nachdem das Buch quasi erledigt war. Wir haben nur übers Internet vorher Kontakt gehabt. Und dann habe ich bei Adidas nochmal vorgesprochen und meinte so, ja, wenn ihr irgendwie einen Schuh habt, der zufällig in dem Buch ist und zu der Zeit als Retro rauskommt, dann können wir eine coole Release-Party darum schmeißen und haben eine gute Story. Und dann meinten die halt so, mach doch selber einen Schuh. Und wir waren halt so, okay, alles klar, Jackpot. Ich sofort Peter angerufen. wir hatten eine Woche Zeit. Wir haben 3 Tage am Ende nur gebraucht, aber wir hatten eine Woche Zeit, weil es natürlich so ein enger Zeitplan war mit Samplerunden und gucken, wie das aussieht und so weiter und so fort und haben uns dann durch die Arbeit an dem Buch von einem Schuh inspirieren lassen, der Adidas Denver und haben quasi diesen Colorway auf den ZX420 transferiert, noch ein paar Feintuning-Sachen vorgenommen und dann ist dieses Biest dabei rausgekommen und das Buch und der Schuh, die gab es dann zusammen zu kaufen sozusagen. Ist auf der anderen Seite noch ein Bild von ihm dann drin? Oder? Ja, na klar. Sehr gut. Also auf der einen Seite, Adidas hat das früher für ihre Sportler, für die Endorsements, haben die dann sozusagen auf die Lasche. Zum Beispiel Stan Smith, Kareem Abdul-Jabbar und wie alle heißen, Rod Laver. Und es gibt auch einen Quote-Schuh und einen Peter O'Toole-Schuh. Das war aber dein zweites Projekt. Dein erstes Projekt war ja der ZX500er gewesen, genau. Aus diesem Your Story Pack. Genau. Das war ja im Prinzip... Adidas Konsortium war lange Zeit weg gewesen, dann kam es wieder mit diesem Tabula Rasa Pack, da hatten sie im alles Prinzip weiß. fünf haben im Prinzip Tabula Rasa heißt sozusagen alles nochmal auf Null gesetzt, Reset-Knopf gedrückt, mit weißen Schuhen rausgekommen, wo jeder sich gefragt hat, wie jetzt, das ist jetzt euer Start. Mhm. So nachträglich betrachtet, eigentlich ein ziemlich geiles Konzept. Übelst. Lieben Gruß auch an Christian Otto. Oh ja, ganz lieben Gruß. Der hat das damals gemacht gehabt und danach kam das schon gleich danach, glaube ich, die Your Story-Geschichte, oder? Genau, also uns wurde quasi, also erstmal ging es darum, dass Leute gefragt worden sind, die in Städten wohnen, wo Olympia schon mal stattgefunden hat. Da war dabei Amsterdam, Los Angeles, London. Und ich war mit Berlin dabei und du kannst dir vorstellen, dass Berlin 1936 jetzt nicht die geilste Olympischen Spiele waren, um die auf einem Schuhdesign zu verarbeiten. Also daher solltet ihr übrigens am Sonntag wählen gehen. Definitiv, ja, auch von mir bitte, geht wählen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe... Die Story ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe einfach einen Schuh designt, der mir gefallen hat. Und habe dann irgendwann Otto und noch 2 andere Designer bei mir zu Hause gemacht. Die haben die ganze Zeit vorm Regal gestanden, wir haben geredet und die brauchten halt die Story. So, ja. Und die hatten halt nicht die Story mit dem Design, was ich ihnen gegeben habe. Und wir haben halt da gesessen, wir haben angefangen,
neue Designs zu machen. Dann wollte er den Berlin-Colorway dunkelblau mit hellblau auf den 500er packen, so voll Suede-Schuh. Und ich war so, oh nee. Oh, hm. Und irgendwann meint jemand, Moment, du gehst da zum Fußball. Du gehst da ins Olympiastadion. Blaue Laufbahn, graue Sitze, fertig. So, ja, also das Design war quasi fertig und die Story wurde drumherum gebaut, ist aber keine ausgedachte Story. Finde ich geil, dass du so ehrlich sozusagen, weil viele, ich glaube, einige Leute aus der Branche können das nachempfinden, viele Storys werden eigentlich im Nachgang sozusagen darum gestrickt. Ja. Er sagt ehrlich, die Story habe ich im Prinzip im Nachgang dazu. Das Ding war super. Also das war echt ein solider Schuh. Insbesondere auch, weil er halt so auch wie auch Julias Schuh auch hätte eigentlich ein Inline-Schuh von damals sein können, weil er halt so vom Materialmix und vom Colorway hätte auch in die damalige Zeit irgendwie passen können. Ich habe ja den originalen 500er auch da. Ja, da kann ich das nochmal kurz daran demonstrieren. Den einzigen crazy Move, den ich gemacht habe, ist im Prinzip das Material von der Seite hier, vom Quarter, mit dem auf der Toebox zu tauschen. Das heißt, ich hatte auf der Toebox dann Nylon, ein bisschen glatter als das hier, was es auch bei ultra vielen 80er-Jahre-Runnern gab, und habe dann das Mesh an der Seite, was irgendwie auch ein übelst geiler Look ist. Super. Und das war so der einzige Twist bei der Sache. Super. Übrigens, hat jetzt damit nichts zu tun, aber bei dem Schuh sieht man sehr, sehr gut, dass es Pigskin ist. Du siehst halt bei Schweineleder, siehst du sofort, wenn diese kleinen Pünktchen drauf sind. Daran kann man erkennen, dass ein Schuh Pigskin ist. Das oft bei New Balance Schuhen zu sehen. Aber bei dem siehst du es sehr gut, weil du hast den irgendwann mal wahrscheinlich geputzt und dadurch sieht man diese Poren besser. Nee, tatsächlich ist der einfach nur so gealtert. Das ist der Schuh, der am zweitlängsten in meiner Sammlung ist. Tatsächlich, wann kam der ZX500er? 1984. Also der hat ja auch den gleichen Clip wie der Forum, der jetzt auch gerade wieder groß und Mode ist. Und der ist auch von Jack. Bei den Retros gab es da eigentlich diese, der ist auch von Jack, ne? Mhm. Genau. Diese Mittelschicht, gab es die bei den Retros auch? Ja. Okay, super. Habe ich jetzt, sehe ich das erste Mal. Na, manchmal so, haben die halt weiß gelassen. Und hier vorne sind ja, also früher waren es ja unterschiedliche Materialien. Ja. Heute ist es ja nur angemalt. Eben hatten wir noch darüber gequatscht. Wie heißt das Lacing-System nochmal? Gilly, also diese Plastikösen. Damit der Schuh besser zusammengezogen werden kann. Genau, man zieht einmal oben und durch diese Ösen-Funktion hat man dann gleich den sehr eng anliegend. Ja, Adidas hat schon krasse Sachen gemacht. Das Dillinger Web an der Seite, haben wir jetzt hier was mit Dillinger Web? Nee, haben wir nicht. Was hast du noch für einen Schuh? Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ist das so ein Jack-Ding eigentlich dann? Das Ding hier ist ein Jack-Ding. Nee, das dann, weil sie ja doch gerade gesagt hat, weil Jack ja auch viele Monster kreiert hat. Ach so, ja, nee, leider nicht. Weil, also es wird sich wahrscheinlich nie wirklich rausstellen. Ich kenne auch niemand anderen auf der Welt, der den Schuh hat. Der ist in Neuseeland produziert worden. Also eine Lizenzproduktion von Adidas, die haben halt einfach, gab halt in den unterschiedlichsten Ländern Schuhfabrikanten, die sich dann die Lizenz von Adidas haben besorgt, um dann ihre eigenen Schuhe zu machen für ihre eigenen Märkte oder dann halt auch für den Export. Und das ist halt ein Modell, der halt auch aus unterschiedlichsten Teilen von existierenden Schuhen zusammengesetzt ist, aber ein komplett neues Modell darstellt. Super. Und das ist auf jeden Fall eine super Rarität. Echt cool. Also wie gesagt, ich könnte das jetzt stundenlang noch machen, aber ich glaube, John und Flo, die erschlagen mich wahrscheinlich bald. Gibt es noch ein paar Fragen? Wenn er ein drittes Modell für Adidas machen wollen würde, welches Modell wäre es denn? Crescents. Oh. Jawohl. Hey, Crescents ist, der kam Nerd-talk vor pur. Zwei, drei Jahren oder so raus. Ist ja eigentlich nur Frauenschuh gewesen in den 80ern. Der große Bruder heißt Quorum. Ist einfach ein hammergeiler 80er-Jahre-Running-Schuh. So viel geile Overlays, Materialmix. Hui, da wird mir ganz warm. Aber eigentlich, sorry, dass ich das jetzt sage, aber jetzt für einen Quoten-Ossi, wenn wir jetzt so reden dürfen, eigentlich untypische Modelle, ne? Eigentlich waren ja eher so die dreistelligen ZXer so nach der Wende im Prinzip so das angesagte. Vierstellige, sorry, ja. Also die 8000er, 9000er und so weiter. Also die dreistelligen, die 450er, 500er und sowas. Eigentlich untypische. Ich kann es dir nicht erklären, Hikmet. Ich glaube, bei mir, also ich habe auf jeden Fall eine andere Sozialisation gehabt im Osten als andere Ossis, ist halt einfach so. Und habe auch mit anderen Leuten abgehangen, habe andere Einflüsse gehabt, glaube ich. Aber am Ende des Tages
ist es, glaube ich, auch schon so ein bisschen in mich übergegangen. So. Also irgendwann habe ich halt auch festgestellt, dass mein Vater sammelt und irgendwelche Krass. Sachen macht oder sich mir irgendwann erzählt hat, so wie du hörst, auch Reggae-Musik. Ich war früher mal bei dem Sohn von Bob Marley auf dem Konzert und Hammer. Solche Storys halt Hammer. Irgendwie. Und irgendwie schließt sich der Kreis halt immer so. Es war halt, wie gesagt, ein komplett unbewusster Kauf und ein unbewusster Start, sich für die Geschichte der Schuhe und der Marke zu interessieren. Und mir haben die Sachen einfach gefallen. Und das war halt auch einfach, du weißt selber, Nike-Schuhe, wo du den Karton aufmachst und die bröseln, die sind ja, ja. teilweise mehrere hundert Euro wert. Trotzdem, bei Adidas gibt es Gott sei Dank sehr wenige PU-Sohlen, die sind alle aus EVA und deswegen immer noch haltbar. Und sie waren halt einfach ultra günstig, so ja. im Vergleich zu anderen Schuhen. Zu neuen Schuhen sowieso. Gebrauchte Schuhe sind halt für manche Leute was zum Wegwerfen, für manche Leute Goldstaub. So. Und das war dann irgendwie, nachdem dann halt der Platz zu wenig wurde, ist es dann immer mehr zu Adidas gegangen. Dann ging die Jagd los, dann hat man Kataloge in die Hand bekommen und dann hatte man halt einfach einen Pfeil im Kopf und musste die Lücken schließen und Super den geil. Colorway von Super dem noch geil. Bekommen. Super geil. Ja, Mensch, ich habe dir noch was mitgebracht. Stimmt, danke, siehst du. Ich wollte es gerade sagen. Wenigstens einer, der hier mitdenkt. Nee, ich war hier noch bei dem ZX500er gewesen, weil ja. das halt einfach so, also nicht, dass ihr das da draußen missversteht, das hat jetzt nichts mit irgendwie Ossi Wessi oder sowas, aber es gibt halt, also wie Julia jetzt zum Beispiel, die Escapes oder die Son of Lavadoms haben wir halt im Westen getragen und nach der Wende war halt so, das, was halt wirklich sehr, sehr gut bei den neuen Sneaker-Leuten sozusagen dann lief, waren halt diese ganzen ZX-Geschichten, aber auch von Nike, die 180er, diese ganzen Air Max-Geschichten, daher die Frage gewesen. Das Lustige ist aber, in UK ist das trotzdem auch in einer ähnlichen Richtung gewesen. Also es war ja so Acid House Music war sozusagen die Musikrichtung gewesen für diese ganzen... Ja, die vierstelligen ZXer, bei denen genau. auf jeden Fall, die ja nur Torsions nennen, ja. wegen dem System. Wie du halt gesagt hast, Acid House, flashige Farben. Genau, weil die ganze Nacht durchtanzen und keine geschwollenen Füße bekommen. Also da hat auf jeden Fall das Marketing von Adidas super hingehauen. Und es ist halt auch lustig zu sehen, wie das halt in zwei unterschiedlichen Parallelwelten... existiert. Und mir war das auch gar nicht so bewusst bis vor ein paar Jahren, dass es wirklich kranke Liebhaber für vierstellige ZXer gibt in UK. Und das ist auf jeden Fall... Also UK ist generell, also gerade für diese ganzen alten Adidas-Schuhe, ein extremer Markt. Also früher sehr, sehr krass gewesen. Ja. Heute sterben die Leute, glaube ich, so langsam aus. Aber ich kann mich auch gut erinnern, da gab es ja diese ganzen Freizeit-Serien. Boah, Island Series, Leisure. Corsica, wie diese alle heißen. Mhm. Da haben mir die Leute 800 Pfund, 900 Pfund und das zu der damaligen Zeit, wo D-Mark noch 1:3 war. Ja. Crazy. Du hast mir was mitgebracht, sorry. Ja, du wolltest ja von mir, dass ich dir einen Schuh mitbringe. Ja. Ich hab ja eigentlich nichts zu verkaufen, Warte, ich mach auf, du hast ja weil das Mikro ich ja Sammler bin. Genau, ich habe dir den Consortium Runner mitgebracht mit der 4D-Sohle. Ich habe ihn tatsächlich schon mal angehabt, fairerweise muss ich das sagen. Ich habe aber professionell reinigen lassen. Das Coole bei eBay ist ja jetzt, du kannst ja auch getragene Schuhe verkaufen. Genau. Du kannst getragene Schuhe, ungetragene Schuhe und alles zum 5% sind es nur. Es gibt eine Flat-Fee, 5%. Über 990 Euro Resale-Preis sind es sogar nur 2%. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Aber weiter zum Schuh. Der hat neu gekostet ursprünglich? 500 Euro. Heidi Witzka. Ich weiß auch nicht genau, ob wirklich Leute so viel Geld dafür bezahlt haben. Er ist in Deutschland produziert. Achso, ist made in Germany? Er ist made in Germany. Scheinfeld dann wahrscheinlich? Ich glaube, diese Fabrik, wo die diese 4D-Sohlen produziert haben, die stand in Ansbach. Okay. Super. Aber die, auch in der Corner da auf jeden Fall. Und also Made in Germany, 500 hat er gekostet. Gestrickt. Ich finde es super, dass du den Schuh mitgebracht hast, weil oft ist es ja so, dass Schuhe, sagen wir mal, du kaufst sie und danach bringen sie einen höheren Preis. Aber es gibt auch Schuhe, die du kaufst und die danach im Preis niedriger sind. Richtig. Das wäre jetzt hier so eins dieser Beispiele, würde ich jetzt persönlich sagen. Ja, also 500 bringt er wohl nicht mehr. Nee, nicht ganz. Was denkst du, sollte ich dir dafür geben? Ich würde mich freuen, wenn du mir 250 Euro dafür geben würdest. Dazu muss ich sagen, dass ich den Schuh nicht gekauft habe. Ich habe den Schuh irgendwann mal bekommen von Consortium und ich möchte das Geld auch nicht für mich behalten, sondern du bist ja auch aktiv mit One Warm Winter dieses Jahr. Wir von Overkill haben auch mit denen zusammengearbeitet. Habe ich gesehen. Vielen und Dank. Ich würde das Geld dann einfach komplett dann an One Warm Winter geben, sozusagen. Die Zeit ist ja jetzt auch langsam wieder so, dass es kälter draußen wird. Und
Da also gebe ich dir lieben gerne die 250 für und ich werde den Schuh ab 1 Euro starten und freue mich natürlich, dass er mehr als 250 bringt, aber am Ende des Tages die Kohle, die ich dadurch einnehme, die spende ich eh. Also daher. Also wenn ihr nochmal da reinhauen wollt, aber ich starte ihn nicht mit dem Retailpreis, weil es würde dann halt nicht viel Sinn machen, aber dann haben wir mal eine Auktion, die ab 1 Euro läuft, ja, für einen guten Zweck doppelt, also du spendest die 250, genau, und ich spende den Erlös von den Dingern dann auch, dann haben wir doppelt gespendet. Sehr, 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 sehr cool. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Echt geil, dass du da warst und danke für die Einladung. Danke auch an Julia. Ja. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Danke Flo, danke Melissa. Melissa hat heute nicht so viel geklatscht. John, vielen Dank. Waren noch irgendwelche Fragen gewesen oder war alles? Ich glaube, wir sind durch. War ganz, ganz großes Kino. Dann herzlichen Dank an alle. In zwei Wochen sehen wir uns wieder auf dem gleichen Kanal. Das kann ich schon ankündigen. Ich habe den Admin vom Sneaker-TV-Forum angebettelt. Ich nenne ihn jetzt noch nicht beim Namen, falls er doch nicht kommt, aber das ist der Plan. Ist dein Ernst, wirklich? Doch, mein Ernst. Ja, ihn. Die ja, das können wir übrigens wirklich machen. John, ist das okay? Wir machen das jetzt voll. Ja, okay, John macht einen Daumen hoch. Das heißt, in zwei Wochen, ich werde nachher mit dem Admin vom alten Sneaker-TV-Forum nochmal quatschen. Wenn er wirklich 100% dann auch kommt, also er hat mir eigentlich schon zugesagt, dann laden wir auch Leute vom Sneaker-TV, vom alten Forum ein und wir machen hier ein Revival vom alten Sneaker-TV-Forum. Hammer, Hammer, Alter. Also bis in zwei Wochen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt ans Wählen am Sonntag. Der Typ hat Resellen erfunden. Der hat Resellen erfunden. Ne, eigentlich ist es. Der hat mal bei dir Schuhe gekauft. Eigentlich bunkert die Schuhe nur. Verkauft tut er nicht. Der hat mal bei dir Schuhe gekauft, hat seine Ex-Freundin belästigt, dass sie mitkommt. Die Ex-Freundin hat ihr Kind bei und selbst das Kind hat ein paar Schuhe bekommen. Ich weiß. So hat Chrissy, also der mit Kinderwagen waren die da gewesen. Das weiß ich noch. Also lieben Gruß an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf YouTube jetzt danach die geschnittene Version mit Untertiteln ab nächster Woche. Vielen lieben Dank. Danke an euch. Wir tun alles für echt, weil Fake keine Option für uns ist. Echt ist alles, wonach wir streben. Echtes Glück. Echte Freunde. Echte Liebe. Echtes Leben. Echte Leidenschaft. Doch in einer Welt voller Fakes wird das Echte zu finden immer schwieriger. Aber es lohnt sich, weil etwas Echtes ein Original ist mit einer echten Geschichte und einer echten Zukunft. Sorgen wir dafür, dass echt immer echt bleibt. Mit der Echtheitsprüfung von eBay.